Herzlich willkommen, liebe Leute, zum neuen Part von Let's Play Super Mario Party. Samuel ist jetzt am Zug. Mal schauen, wie er es jetzt anstellt. Der letzte Part war ja sehr gut für mich. Hab zwei Sterne ergattert, die jetzt immer also teurer werden. Ich sag dir gleich mal was. Ich werde mir jetzt so viele Münzenklaue kaufen. Ich glaube, ich kaufe mir nur noch Münzenklaufallen. Und dann stibitze ich dir die ganzen Münzen weg. Da bin ich dann mal gespannt. Sehr sozial. Damit du für immer ein elendiges Stück Scheiße bleibst, sag ich. Sehr sozial. So, ihr seht erst, liebe Leute. Ich glaube, ich werde den Kettenhund auslösen. Jetzt wird's lustig. Oh nein. Oh shit. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, moin. Oh, jetzt hat er wieder alles. Also, der gesattet ist. Ich nehme mal den. Das letzte ist halt das, was es am meisten. Aber das wird auch teurer, ne? Ja. Ich habe noch. Nee, der wird nicht teurer. Doch, der Turbo Piss hat vorhin nur 3 gekostet. Oh, schrecklich. Das sagst du teuer. Finanzenwelt, ne? Ich nehme jetzt einen Stern. Ich krieg noch den Lakito, mein Freund. Ich krieg diesen Lakito. Und dann wirst du leiden. Ich hab dich auch nicht zum Leiden gebracht, also. Du hast mir beide Sterne weggeklaut, obwohl ich dir noch geholfen habe. Aber im letzten Part nicht. Zeit für also Sold Party, letzten... Alter. Okay, Sold Party. Herausforderung angenommen. Jetzt kosten sie 5. Was? Ja cool, jetzt holen wir den nächsten. Alter, das ist ja. David, du Stück Scheiße, wenn ich dich kriege, werde ich dich erwürgen. Das wird so, dass ich den bekomme. Das ist heftig, du fünf, das ist eine ganze Glückssache hier. Turbo-Pilz. Aber Mario. Die kriegen jetzt Sterne für 5 Münzen. Preis nach Nachfrage, ne? Ja, Tower ist richtiges Cheating. Ja, das ist ein interessantes System, aber. Ja, möge sie verrecken. Mal sehen, ob mir teuer ersetzt wird. Ich hätte nicht mehr genug Münze, ist sie dumm? Doch. So einen halt. Ach, die hatte immer Sei rumgelegen, oder wie? Was? Ach, es kapierst, die bleibt immer an derselben Stelle, hat immer zwei da. Auch wenn einer genommen wird, hat sie nach wieder zwei da. Nur der Preis variiert halt. Das ist das, in Anführungszeichen, fiese daran. Mhm. So. Das heißt, der Preis und die, ja, der Preis tut eigentlich bestimmen, wie viel die kosten. Ich verstehe das Prinzip. Prinzipiell bist du scheiße. Danke, mein Freund. Bitte, mein Freund. Kein Kommentar. Ja. So, ist ja lustig, dass wir so nachts aufnehmen, so Nachtmarathon. Yeah. Wir sind im Speedrun. Komm, forder mich heraus, ich werde dich niedermähen. Versus. Oh Gott. Vibrationsmix. Bestimmt, wie viele Münzen die da einsetzen muss. Okay, 5 Münzen. Ding, ding. Junge, ich hab die falsche Taste zuerst gedrückt. Das ist Verarsche. Ich hab zuerst die falsche Taste gedrückt. Das ist voll die kleine Verarsche hier. Finde ich korrekt. Jetzt habe ich auch noch Verlust hier gemacht. Verdienten Verlust. Ja. Das ist richtig, Bitch. Klaus, der Schlampe. Ganz in Durst gewirbelt wird die. Oh ja, ja. Ganz in Durst gewirbelt. 6 Münzen für Rosalina. Oh, guck mal. Wieso noch das Feld? Ach, der Zielraum geändert. Ja, cool. Das hat sie gut gemacht. Können sie sich 2 Sterne geben. Ja. Achso, was jetzt kommt.
Boxbolt Battalion. Was? Ach ja, das war das. Ja gut, da weißt du schon, wie es geht und Torwart. Aber Mario. Hi. Rosalina darf nicht gewinnen. Darf sie nicht. Ich verstehe das Prinzip hier hinter. Ich nicht. Alter, sind die dumm. Das ist so easy. Abfuck. Hilfe! Mario! Aber Mario! Fang mal an! Komm, fang an! Aber Mario! Vor allem, weil es ein Kumpa-Helfer hier. Man muss halt extremes Luck haben, dass mir nicht irgendwo hängen bleibt. Wie so ein Penner. Jeder ist schneller als ich. She cried like a bitch. Aber Mario, bleib am Boden. Bleib am Boden, Mario. Das Einzige, was nicht passieren darf, ist, dass Rosalina gewinnt. Rosalina muss ausgelöscht werden. Wir werden alle ausgelöst. Genau, weil wie wir du CPUs es, sind, es tut, weil die es CPUs tut dumm leid, sind. Bruder. Jetzt gehen wir hier rüber. Verdammt, warum kommt da nie ein Block, wenn ich dich belasten Heiliges möchte? Heiliges Heiße. Nein! Nein! Aber Mario! So verdient ich das alles auch gewonnen! Alter, wie groß. Die waren immer so lästig in Mario spielen. Ich bin so salty. Frag mal, wer noch salty ist. Deine Mutter. Rosalina. Ich hab 18 Münzen. Welche sich gleich keinen Stern kaufen kann, obwohl sie jetzt 14 Münzen gerade noch hat. Verstehe ich nicht. Aber ich. wenn das jetzt nicht alles enttäuscht, sie kann mindestens einem Shit weniger. Waren das jetzt nur. Okay, das waren 7. Ja! She cried like a bitch. Einen kann sie sich leisten. Ja, einen kann sie sich leisten, aber. Besser als zwei. Das ist ein Argument. Ich habe sie für 6 Münzen daran gehindert, sich einen Stern zu gönnen. Also hallo. Außerdem geht der Bonusstern für Münzen sowieso wieder an mich. So, es restet gerade mal. Auch wenn ich am ersten Teil gedacht habe, du wirst ihn mir wegnehmen. Du weißt, wie hoch meine Wahrscheinlichkeit ist, dass ich mir jetzt einen Stern crappen könnte. Ich glaube, die ist zu klein. Jetzt komm. Die bekommt doch eh keinen. Nee, ich bekomme nie Goldblöcke, außer vorhin einmal. Und die bekommen 5 Münzen. So ein Bullshit. So. Schauen wir uns hier an. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alles 8. 8, 9, 10, 11, 12. Unmöglich. You suck. Natürlich kannst du mit einem Ding da hoch, aber der Preis wird sich noch nicht ändern. Ich komme mit einem Ding bis nicht nach oben. Trotz Turbo-Piss nicht. Ich würfel normal. Nee, Münzenfalle! Was? Rosalina? Zu spät leider. Münzenfalle? Ja, zu spät. Habt ihr es dran gedacht? Du enttäuschst mich, die Bruder. So, nein, ihr kauft es nix. Wobei, nein, ich habe noch eine bei mir einstacken. Jetzt willst du dich einen Stern holen. Siehst du, was du angerichtet hast? Ja, Entschuldigung, ich hab nicht mitgedacht. Nö, die auch doch. Ja. Das war zu ein intelligenter Sachzug von ihr. Ich hasse dich, David. Mein Spaß. Ach mal, diesen einen Stern, den tun wir eh wieder klauen, dann passt das. Nicht nur ihr.
Und außerdem habe ich bis jetzt immer... Nicht nur ihr, ich sehe da einen ganz anderen Typen an der Spitze. den snowspattigen Glempner. Ja. Ja. Mal sehen, wie viel das ein Stern kostet. Wir hatten wieder 15. Nicht schön. Oh, Normalpreis. Alter, das oben sind die Playstation-Buttons, ne? Da traut sich Nintendo aber was, oder was willst du jetzt damit sagen? Oh, shit! Und sie bekommt den ersten Partner. Da geht dann jemand in den Verbündeten-Bonus. Aber Luigi! Oh Gott, Verbündeter-Bonus. Oh, hätte ich den gehabt. Der Büffel erzählt sich jetzt richtig scheiße. Ich bin auf die 7. Wie bist du OP ist der Bowser-Würfel? Ich bin für Total Annihilation. Wir gewannen für Saron. Oh, die wissen wir nicht spielen, oder wie? Ach du heilige Scheiße. Mmh. Aua. Das ist einfach nur Glück. Okay, rein da. Man sollte ja gucken, dass man in einem Takt springt. Oh, die Alter! Die Bombe tut alles lösen. Wie scheiße ist das? Wie? Du siehtest! Es heated. No, I don't. Du siehtest, ich weiß es. Da geht der Münzenbonus stehen an Samuel. Der wird sich ganz schnell verbissen. Verpieseln? Eieiei. Aber Mario. Machst mir Angst. So. Ich sitze eigentlich am meisten Münzen hier. Ich nehme euch aus, ihr Lappen. Du kannst ja aber auch übelst viele Münzen, ne? Noch mehr Münzen für mich. Bam, 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 bam. Disco Party in the house. Warum? Warum ist jetzt in meinem Haus eine Disco Party? Was soll das, David? Sich einen Turbo-Pilz kaufen. Wenn man dumm ist, ich hab vorhin auch einen gekauft. Wenn man dumm ist. Oh, ich weiß, was sie will. Ich weiß, was sie will. Das. Shit. Oh nein. Oh doch. Sie wird mir gleich einen Stern wegknallen. Da vor muss ist sie gerade. Moment. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7. Angenommen, es hätte 6 Dinger. Hab einen Dreier. Pilz. Ich wollte bis dahin kommen. Was? Garantiert es noch nicht. Nee, ich hab auch keinen Pilz mehr. Ich hab nur dieses Münzenklau-Ding und das ist gerade unnötig. Andererseits. Klaus, jetzt ein Gumpa ein bisschen Geld. Ich schwöre, Junge. Ich kann mir das jederzeit zurückklappen, ein Stück. In diesem Part geht es auf Krieg. Okay. Und Klaus und der jetzt hier. Einmal verdiene mir gleich, was klauen wird. Ich sag's voraus. Vielleicht kann sie dann gar nicht das Münzenklauen kaufen. Ganz genau das habe ich es gemacht. Hätte sie es sowieso nicht kaufen können, aber gut gemacht. Stimmt, die kann sie ja erst nicht kaufen, also kann sie ja. Aber weißt du, wer es kaufen kann? Gleich, das machst du nicht, oder? Hättest du aber so oder so machen. Ich bin. Oh, Glück! Was soll denn was ist hier bekommen? Wenn du einen Stern bekommst, dann ist das mein Stern.
Ich will eh nicht. Wenn du Münzen bekommst, sind das meine Münzen. Wahoo! Münzen für mich! Mist. Nicht mehr lang. Ich habe ein Glas, welches dir Münzen klaut. Oh, nicht mir. Ich habe dir auch keine Münzen geklaut. Aber, guck mal. Rosalina ist pleite, Daisy ist pleite. Und Luigi hat überhaupt kein Geld, der ist an Rosalina gebunden. Und Rosalina holt einen Geldklauer. Ich behalte mein Geldklauer, falls sie mir Geld klaut, dann klaue ich ihr Geld. Tja. Wow. Machen keine Team-Minispiele mehr. Ah ja, das wäre lustig. Nee, war es nicht. Komm, wir fangen gleich an, wir wissen, wie es geht. I say, I will win. Aber da kommt es halt auch drauf an, ob man gerade Glück hat. Und viele Sternpfannkuchen bei dir sind. Oh, scheiße. She cried like a bitch. So dumm. Der hat zuerst mal als Zeug auch nicht reagiert. Samuel wins. Okay, also diesmal hat der kleine fette Goomba gewonnen. Weißt du warum? Kleine weil fette er das Geld hat. Ich bestelle die Preisrichter. Das ist dein Tisch. Und jetzt deine mein Boden. You suck. Was hast denn du für Chips? Paprika-Chips, die sind leckerer als deine ekligen Sorte. Reiß mal kurz rüber. Bekommst du wieder das. Ja. Pures Gift für dich. Alter, das waren in diesen Paprika-Chips ist Käsepulver Kips. Drin. Was? Nix. Nix. Also, 1, 2, 3, 4. Bist du dumm? Wieso gehst du extra außen rum? Achso. Nein! Nein, nein, nicht dir, nicht dir. Okay. Alles okay. Aber ich werde der einen Stern klauen, die definitiv den Partnerbonus kriegen wird. Okay. Habe ich vor, wenn ich drauf lande. Könntest du mit 6, Dirk? Natürlich wirst du das mit 6. Nee, ich muss 4 haben. Genau 4. Nein. 5. 5. Genau 4. Nein! Geh mal aufs Spielbrett. Du musst 5 haben. Komm. Hey, wieso hast du. Junge, wieso hast du nicht deinen Dingsbonus benutzt? Was für ein Bonus? Du hattest doch diesen Stern. Ja, diesen Würfel, wo du das aussuchen kannst. Von 1 bis 6 darf ich da aussuchen. Eben, also ist da auch 4 dabei. Ey, ist es von 1 bis 6 oder 1 oder 6? 1 bis 6. Geil. Denk doch mal nach. Was sagt er noch von 1 bis 6? Die hat eh nicht genügend Geld für Stern. Genau. Und klaut dir Münzen. Okay. Rosalina ist aus dem Schneider. Was bist du wieder jetzt gerade angenommen von hinten? Jetzt fresse die ganze Zeit Chips, das hat man übelst in Aufnahmen. Okay, Rosalina wird heute. Daisy wird heute sterben. Traurige Sache, Daisy ist leider gestorben. Ja, ganz traurig, wissen es alle. So, lala, mal schauen, was der Super Mario hat. Ich bin auch dumm. Neuigkeiten sind das nicht wirklich. Wie viel kostet ein Stern 15, oder? Er weiß gar nicht gerade, muss den Preis. Ja, checken. Ich kaufe jetzt. Doch, ich kaufe jetzt einfach, um im nächsten Mal vielleicht sinnvoll zu sein. Hol ich mir jetzt mal. Ist Mass. Vielleicht bin ich dumm, aber es Mass. Weil ich gewinne einfach das nächste Minispiel und dann passt das Bass. Du und gewinn. Und dann grab ich mir das nächste Mal den nächsten Stern. Lutsch und meine alle Gumba-Füße. Ja, Ärmel. Ärmel. Ärmel hast du nicht. Die wollen alle eins aufs Maul, siehst du das? Er wird am meisten Money. Die haben alle, weißt du, alle zu heiß geduscht, Alter. Im letzten Part hast du gewonnen. Jetzt wirst du penetriert. Nicht wirklich. Ich werde Rosalina, Daisy Münzen klauen. Und Rosalina ihren Stern abknöpfen.
Sie haben sich mit dem Falschen angelegt, Alter. Ist Krabbe mir jetzt bald ein Monster? Sie haben sich mit dem falschen kleinen Witzfigürchen mit nur zwei Beinen angelegt. Ich glaube, wenn man nichts kauft, macht man Verluste oder so. Hau dich auf den Tisch. Das hat mein Mikro. Facecam verloren. Oh Gott. Der echte Cap, aber die ist ja leider aus. Also nutzen sie das nix. Denke ich es mir auch immer. Ich werde nicht einschlagen. Einfach um der. Auf die Knochen gehen. Ich die zwei Münzen extra zu gönnen. Okay, das ist leicht. Bitte? Kannst du bitte? Bitte, bitte, ab durch die Mitte. Bitte, 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 bumm. Bum. Du bist grün, by the way. Ich weiß. Ups. Jeder muss eins haben, oder? Oder einer drei. Lol, sie kann sich nicht bewegen wegen den ganzen... Auf geht's. Ja, du holst es nach Hause. Willkommen, home, willkommen. Das wusste ich gar nicht, wir hätten nicht blockieren können mit denen. Football coming home. Joa. Ich werde nicht einschlagen, kannst du knicken. Junge. Du Stück. Sonst hätten wir keine Münzen bekommen hier. Da hat jemand Bock drauf, einen Stern zu verlieren. Die hat einfach hier nur zwei Münzen bekommen, das wurde aufgeteilt oder was? Jeder hat zwei Münzen extra bekommen. Stimmt, eben. 10 Münzen, ja moin. Ich hab jetzt genug für alles. David, David, du scheinst eine Gefahr darzustellen. Muss ich mir da Sorgen machen? Nein. Doch, muss ich. Was passiert denn in der nächsten Party, Leute? Macht's gut, bis dahin. Und ciao. Und du machst nicht weiter. Das machen wir im nächsten Part. Aber Mario. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ich